Hallo zusammen. Ja, ich habe es vernommen. Es ist so spannend. Wie geht's weiter? Rocket, vierte Serie, das große Finale. Was ist passiert? Ja, einverstanden. Bringen wir erstmal diese Serie hier durch die Tür, bevor ich wieder mit Rätselanalyse und anderen Geschichten weitermache. Also, wer es noch nicht gesehen hat, lieber erstmal die ersten drei Serien schauen. Dann wisst ihr auch, wie ich im Rennen liege. Und für alle anderen, jetzt geht's weiter mit der vierten Serie. Und ja, man kann ja so sagen, ich habe mich wieder so ein bisschen ins Turnier reingekämpft, bin wieder ganz optimistisch. Hier im ersten Spiel gleich mal ein eingepasstes. Im Nachgang stellte sich raus, ja, wie das dann so ist, Bauer Ass im Stock, aber wen interessiert das noch? In Mittelhand war der Ansatz ein wenig zu dünn. Zweites Spiel, okay, mal die beiden Alten, aber das war's dann auch, ne? Also nichts zu wollen, erstmal schauen. Erfreulicherweise wird eine ganze Ecke gereizt. Das heißt, die beiden Spieler, die ich ja auch jetzt noch gar nicht einschätzen kann, die haben hier beide ein bisschen was in der Hand. Das stimmt mich optimistisch. Vier Trumpf beim Pik dagegen. Nehme jetzt hier erstmal raus, um einen vollen Trumpf vollen zu sichern. Das hat auch geklappt. So, Karo könnte natürlich ein Treffer gewesen sein. Ah, er ist auch stark in Herz, da fliegt eine Karo Lusche. Das sieht natürlich aus, als ob seine Beikarte einfach ein bisschen zu stark ist. Natürlich habe ich gegen seine 6 Trumpf 4 dagegen, aber er hat das Karo Ass dabei, er hat das Herz Ass dabei. Gut, ja, wenn überhaupt, dann geht wohl nur noch was, wenn wir Herzstiche machen. Das war aber auch nicht anzunehmen. Gewinnt ganz locker, also auch wenn mein Partner noch Herz 10 hat, hätte es uns nicht gereicht. Ja, war eben dann doch ein recht kräftiges Spiel. Dritter Auftritt. Ich muss mich weiter in Geduld fassen. Vorhand kriegt's für 18. Und annonciert ohne großes Fehlerlizenz einen Grang. Na gut, ich habe nicht das Gefühl, wo ich hier zwei Asse habe und keinen Buben, dass das so ein Wenzelstürzer-Grang ist, wo wir mit den Assen was anfangen können, wo ich besser erst Gegenfarben annonciere. Das wäre übrigens gar nicht so einfach hier, ne? Da müsste ich letztlich erstmal vielleicht Pik Dame legen auf den ersten Buben und dann Kreuz Lusche, falls ein Bubenabzug kommt, um damit Herz und Karo anzuzeigen. Aber das war nicht anzunehmen, also Herz Ass erstmal rein. Mein Partner hat auch selber noch ein Ass, dann ist schon klar, der Alleinspieler muss drei Buben haben, ansonsten wäre das ja der komplette Wahnsinn. So, trotzdem, hiermit kommen wir eine ganze Ecke weiter. Ich nehme hier mal raus auf 50 Augen. Und ja, der Alleinspieler wird natürlich zu den drei unteren Buben wohl auch noch eine Stärke in Kreuz haben. Die Frage ist, wir haben jetzt eine Karo-Lusche gesehen, wir haben eine Pik-Lusche gesehen. Hat er vielleicht noch diese eine Herz-Lusche mit? Wenn ich ihn in Kreuz einspiele, dann mache ich es ihm vermutlich zu leicht. Er hat ja auch nur noch einen Buben. Dann mache ich es ihm zu leicht, direkt Karo wieder rauszuklären. Na, ich habe hier relativ schnell die Herz 10 gespielt. Und Alleinspieler hat gestochen. Alleinspieler hat in der Tat diese vier Kreuzen. Ja, und das Problem ist mit diesem Karo-Stich, den wir wohl am Ende noch machen werden, dass ich eben jetzt keinen Vollen mehr habe. Aber letztlich war das für uns auch nicht zu regulieren. Ich kriege die Herz 10 nicht vorbei. Spiele ich ihn Kreuz ein, kann er direkt Karo rausspielen. Vielleicht noch der sneaky Move, den ich hätte, wäre Herz Dame gewesen. Damit stelle ich den Alleinspieler dann vor so eine Entscheidung, ob er den sticht oder wo er die Herz 10 vermutet. Ich fürchte aber, letztlich wird er sich dann auch aufgrund der Not entscheiden, da die Karo Lusche abzutragen. Und dann hätten wir es also auch nicht gewonnen. Aber ist schon mal ganz schön eng geworden. 63 Augen für Spieler 1. Naja, ein Grang halt mit den drei Unterbuben, viermal Kreuz und drei Luschen, also vier Abgabestichen. Aber so ist es nun mal. Meistens wirst du dieses Ding irgendwie gewinnen. Wenn er jetzt alle drei Farben mitgehabt hätte, dann hätten wir ihn am Schlafittchen gepackt. Mittelhand. Ja, ich sag, ich brauche eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ihr seht das Elend ja selber. Zwar ein Rollmops, aber das war es auch schon an guten Nachrichten. Vier Trumpf natürlich dagegen. Andererseits hier zwei volle selber. Oh, jetzt hatte ich natürlich gehofft, dass mein Partner nicht nochmal Herz spielt. Da hätte er stechen können, hat er nicht gemacht. Und damit kriege ich die Herz 10 doch nach Hause und habe jetzt vor allen Dingen auch mit Karo ein ganz gepflegtes Fort, eine gepflegte Fortsetzung, weil anzunehmen ist, dass er sich das Ass blank gestellt hat. Ja, und jetzt habe ich natürlich Trumpfabzug. Also, so war das Spiel wohl nicht zu gewinnen. Herz Ass sammeln wir noch ein. Ist da sogar noch Pik 10? Ja, auch noch da. Gut, dann ist es eine ganz klare Geschichte.
Dieser Kreuz ging also nicht, auch wenn hinten raus noch eine Gabel steht. So, was haben wir hier? Was haben wir hier? Da ist sie doch. Kling. Das erste Beatspiel hat ja in der letzten Serie gar nicht geklappt, also lange drauf gewartet. So, und jetzt vielleicht im fünften Spiel sah es so aus, als könnte es hier dann gleich mein erster Auftritt werden, aber da höre ich schon wieder 20 von Spieler 2, der gerade einen verloren hat. Und dann muss ich mich wohl wieder zurückziehen in mein Schneckenhaus. Kreuz wird gespielt. Okay, ich habe drei Trumpf dagegen, soweit so harmlos, öffne aus einer 10 zu dritt und habe gleich die Stechfarbe gefunden, also die Stechfarbe von meinem Partner übrigens. Also Alleinspieler hat 4 Mal Karo dabei. Sieht im ersten Moment gar nicht so glücklich aus, kann aber trotzdem eine gute Eröffnung sein, um bei uns die Trümpfe zu trennen. Und den Karo 10 Stich sollte ich ja immer noch machen. Also letztlich, klar, das Tempo konnten wir so dem Alleinspieler nicht madig machen, aber einen Stich womöglich gewinnen. Jetzt die Überlegung: Pik Ass weiter oder mit Herz antreten. An sich habe ich für einen Pik Ass auch keinen richtig guten Plan. Das ist also auch eine Möglichkeit. Letztlich, wenn der Alleinspieler hier noch Herz hat, dann hat er wohl ihn ohnehin nur das Ass. Dann spiele ich ihn da jetzt in das Ass rein. Und das bleibt sich dann alles gleich. Karo 10 mochte ich natürlich nicht anpacken. So, Abwurf Karo Dame. Also, entweder er hat jetzt noch den Karo König, dann können wir jetzt 14 Augen in Herz anbieten. Ja, und wenn er die Herz 10 selber hat, dann hat er den Karo König gedrückt. Dann war die Beikarte doch ein bisschen zu stark. Wieder Herz Ass 10 und Karo Ass zu viert, wovon er den König noch drücken konnte. Trumpf stand 3-3. Also hat er das Spiel auch ganz gemächlich, gemütlich gewinnen können. Tja, wem sage ich das? Ihr seht es selber, mein alter Freund, mein bester Freund. In Serie 2 trennten sich unsere Wege, aber nur kurzfristig. Jetzt ist er mir wieder ein treuer Begleiter. Guckt euch das mal an. Da bist du natürlich schon ein bisschen enttäuscht, denn es geht ja schnell hier. 6 Spiele sind schon gleich vorbei. Jetzt kommt ein dichter Nolouvert. Ich habe noch nicht, ich habe einmal 18 gehalten, glaube ich. Ein Spiel war eingepasst, einmal 40 Punkte, aber es ist nicht viel da, ne? Und die Geschichte setzt sich fort. Materialversagen heißt es dann manchmal in der Unfallbeschreibung, wenn dann die Frage kommt: Ja, warum hast du denn nur den so und so vielten Platz belegt? Ne? Du spielst doch angeblich so gut Skat. Ja, aber weiß ja jeder, das Material muss ein bisschen auch mit unterstützen. Und ja, hier sehen wir den Granghand von Spieler 1. Ich hau immer rein, was geht. Da müssen wir uns doch irgendwie rausretten. Aber nee, nix ist. Einmal 21 waren zu wenig. Nur 2 Stiche. Schön, wenn die Karte so geht. Also, das Material muss ein bisschen mitspielen. So, und jetzt 4 Asse in Spiel 8. Das erste Mal. Jetzt halte ich die 18. Ich halte die 20. Es wird einem schon so ein bisschen mulmig, ne? Denn es sind natürlich 4 hohle Asse, also keine 10, auch noch nicht der fünfte Trumpf zu sehen. 20er Reizung, durchaus, ja, hat ein Geschmäckle das Spiel, ne? Schauen wir mal. Und Karo König 8. Karo König 8, ja, ich kann euch verraten, jetzt habe ich hier wirklich eine ganze Zeit gesessen und überlegt und hin und her abgewogen, ne? Ein sicheres Spiel ist natürlich sowieso nicht zu machen. Es geht nur darum, was ist das Spiel hier mit der besten Chance? Wie interpretieren wir die 20er Reizung? Also, ihr seht das hier in Echtzeit. Ich habe hier keine Pause-Taste gedrückt. Und so war also meine erste Idee. Habe ich es dann auch so gemacht? Ja, ich habe es so gemacht. Ich spiele den Karo mit Trumpf Ass im Keller und dem König. Also 15 Augen runter. Ja, und ein bisschen was muss jetzt gehen in der Beikarte. Entweder in Pik oder Kreuz eine 10 schnappen oder in der zweiten Herzrunde vielleicht in die Herz 10 stechen. Also, das ist jetzt hier der Plan. Und wir sehen auch hier schon, es fällt Karo Bube. Also, so ein Grang werden wir wahrscheinlich nicht besonders gut bekommen, denn Spieler 1 ist Karo frei. Also, da habe ich schon mal einen guten Riecher gehabt, aber wird das jetzt reichen? Was passiert jetzt? Hier habe ich auf jeden Fall schon mal das Glück, dass Spieler 2 natürlich nicht sicher sein kann oder nicht überschauen kann, dass ich hier das Trumpf Ass gedrückt habe. Sonst könnte er mit dem Kreuzbuben übernehmen, mit dem Herzbuben mir den Karo König rausziehen und dann wäre mein Spiel ziemlich schnell Geschichte. Denn vor allen Dingen hier kommt mein Glück, mein Gewinner, hier kommt die Kreuz 10 von Spieler 1, der gar keinen Trumpf mehr hat. Durchaus ein Stück weit glücklich, dass er die jetzt auf den Tisch legt und es mir so leicht macht, wobei
Wenn er nun Herz fortsetzt oder Pik, ich muss es dann am Ende des Tages sowieso testen. Ich sehe ja schon, dass die Trümpfe ungünstig stehen. Ja, denn Trumpf steht tatsächlich zu fünft bei Spieler 2 und hier komme ich jetzt sogar noch an ein paar Extrapunkte ran, ungeplante Extrapunkte und gewinne jetzt sogar ganz ungefährlich hier mit 72. Aber das war natürlich ein heißes Eisen. Also letztlich, wenn ich direkt über die Dörfer gehe, gewinne ich durch die blanke Kreuz 10. Aber so einfach willst du es natürlich auch nicht machen. Du willst ja diesen Plan B noch aufrechterhalten, auf Herz die 10 zu stechen. Deswegen mit Trumpf losgelaufen und ja, wie gesehen, hatten die Gegner damit die Chance, wenn dann Trumpf übernommen wird, abgezogen wird, fliegt die blanke Kreuz 10 rein und dann hätte ich das Spiel eben auch verlieren können. Also durchaus mal durchatmen, das war wieder ein ganz schön heißer Reifen, den ich da gefahren bin und jetzt geht's weiter für 18. Ja, Anschlussspiel, Findung durchwachsen, eine, die gut reinpasst, die Kreuz Lusche zum sechsten Trumpf und dann wieder mal die Frage, ne? Wie drückst du ihn? Man kann ja auch mal auf die Idee kommen, Herz König Lusche zu drücken und diese Pik 10 bestellt zu halten. Aber ja, bin lang genug im Geschäft, um zu wissen, dass diese Drückung hier ein Stück weit stärker ist, weil der gefährdete Volle die Pik 10 schon zu Hause ist. Und letztlich, wo jetzt der Blanke rauskommt, ob das Herz Herz ist oder Pik ist, wenn wir, sage ich mal, von so einer ungünstigen Konstellation ausgehen, das weißt du vorher sowieso nicht. Hier kommt jetzt Herz raus, damit alles richtig gemacht. Doof sieht es natürlich aus, wenn da jetzt ein blanker Pik rauskommt und du hast die 14 im Keller. Dann kann das Spiel auch so rum natürlich ein bisschen knapp werden. Hier sehen wir schön, 4 Trumpf dagegen, aber offensichtlich die Herz 10 blank gespielt, also aus dem Zwilling Herz aufgemacht. Und ich habe jetzt hier verschiedene Möglichkeiten vorzusetzen. Ich hätte auch mit der Lusche stechen können, Trumpf 10 anbieten, dann gebe ich nur einen Trumpfstich ab. Aber da wäre natürlich potenziell dann noch eine Übergabe in Pik möglich gewesen und danach doch noch ein Überstich. Also habe ich es einfacher gemacht. Trumpf Ass verstochen. Jetzt ziehe ich hier das Herz Ass raus, also die Herz 7, damit ich nicht mehr eingespielt werden kann. Was letztlich auch nicht dramatisch gewesen wäre. Aber es ist einfach so eine Routine. Typischerweise, wenn es darum nicht geht, einfach diese Einschübe rauszunehmen. Es gibt Spiele, wo das eben von elementarer Bedeutung ist und es gibt Spiele, wo man es einfach mal so aus Routine machen kann. So, Trumpf 10 hätte ich hier verstechen können, aber jetzt ist ja klar, es ist nur noch ein Karo draußen, ansonsten nur Pik. Also ich kann jetzt hier das Pik Ass noch festhalten, hinten muss Spieler 1 bedienen und kann jetzt nur noch seinen einen Trumpfstich machen. Also mit 83, das Spiel ging leicht. Ja, und so ist es dann. Erst ein bisschen warten, dann mit ein, zwei Spielen wieder rangeschossen kommen, rangewackelt kommen. Aber es waren natürlich noch nicht die richtig fetten Spiele. Wie gesagt, einmal mit ein bisschen Kribbeln und jetzt haben wir hier wieder eine Hand, mit der wir gar nichts falsch machen können. Letztlich sind wir ganz solide wieder in der Serie angekommen, aber eins ist auch klar, um nach oben zu kommen, müsste es ja schon eine deutlich, ja, eine überdurchschnittliche Liste werden, ne? Da müsste mal mehr als 800 idealerweise sogar rauskommen. Und 800, das sind ja 100 Punkte pro Päckchen. Das ist ja auch schon über Durchschnitt. Das schaffst du sowieso nicht jedes Mal. Aber um überhaupt wieder auf diese mittleren 100 pro Päckchen zu kommen, müsste irgendwann jetzt mal eine Tausender-Serie rauspurzeln. Und wir haben ja nur noch diese und die nächste. Und danach sieht es dann auch wieder nicht aus. Die meisten Gegenspiele, wie auch dieses hier, sind in dieser Serie nicht so spektakulär. Es mag wohl sein, dass hier wieder ein paar Trümpfe dagegen stehen, aber die Beikarte war wieder sehr stabil. Also auch Spieler 2 kann den Anschlusstreffer setzen. So, da haben wir ja was. Da haben wir was. Aber was passiert hier? Spieler 1 aus Mittelhand gibt Gas. Doch, ein bisschen muss ich noch mitmachen. Also ist natürlich auch schon ein bisschen riskant, aber 0 wollte ich mir jetzt nicht anschauen, wo er allerdings 24 reizt. Stufe ich mein Blatt dann eher in Richtung Blender zurück. Sehr riskant. Was will ich hier eigentlich finden, um wirklich gegen eine Reizung aus Mittelhand ein solides Spiel zu haben? Da müsste ich vielleicht wenigstens mal einen Kreuz-Buben dabei haben oder irgendwo noch eine andere Stärke. So, nun schauen wir mal. 4 Trumpf dagegen und in der Beikarte auch eine ganze Menge. Das ist häufig natürlich gerade das Problem, dass ich zu viele Volle in der Beikarte habe. Ich teste gleich mal hier mit der Herz 10, aber das Herz Ass stand blank. Spieler 2, 1 läuft weiter über Pik.
Okay, und er hat nur einen Fünftrümpfer und ich habe jetzt potenziell Abzug der beiden Trümpfe, die er noch hat. Das Problem ist, ich komme natürlich nicht günstig ran, ne? Ich habe diese Karo 7. Wenn es die Karo 9 wäre oder Dame, wäre es natürlich geiler. Dann könnte mein Partner mich klein auf Karo anspielen. Denn ich vermute inzwischen, der Spieler 1 wird jetzt noch neben dem blanken Herz Ass bei nur 5 Trümpfen eben viermal Pik haben. Unwahrscheinlich, dass er jetzt den Karo König zu dritt hat und sein blankes Pik Ass gezogen hat, sondern eher mal der Testzug aus dieser Viererlänge, damit jetzt nicht gegebenenfalls auf den letzten Herz noch so ein blanker Pik abgeworfen wird. Ich hoffe, dass mein Partner das auch versteht. Gut, der macht erst einen Zwischenzug mit der Herz-Dame. Ich darf an sich da schon nichts reinschmeißen. Könnte auch zu viel sein. Also wenn Spieler 1 jetzt hinten wartet, kriegt er natürlich einen Karo vollen von mir. War im Überlegen, aber ich denke mal, das Bild könnte schon den Ausschlag geben. Lieber nur 10 Augen anbieten, sprich jetzt Karo Lusche, Karo 10. Dann kann er so noch seinen Trumpf Ass verstechen. Dann haben wir Rest und dann müssen wir mal zählen. Pik 7 fällt, das ist klar, er hat nur noch Pik. Ja, und das ist zum Kotzen, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich schlecht. Denn ja, wenn ich abschmeiße, mache ich nur noch zwei Stiche mit den beiden roten Buben. Und wenn ich steche, steche ich ins Leere. Hat jetzt aber alles keinen Sinn mehr. Beide Karo-Vollen gehen jetzt weg. Also, wenn Karo kommt, macht der Alleinspieler noch genau einen Stich. Jetzt macht er noch zwei Stiche, kriegt natürlich mindestens diesen einen Vollen mehr. Gut, ich kann jetzt auf Pik 10 warten, aber das war jetzt mir auch egal. Dann habe ich den Buben gezogen, noch ein paar Augen hinterher verschenkt. Spieler gewinnt jetzt mit 85. Prinzip unnötig deutlich. Allerdings, ich habe es mir nochmal angeschaut, auch wenn ganz korrekt Karo Lusche kommt. Da ich eben nicht die Übernahme mit der 8 oder 9 habe, sondern nur die 7, muss ich die Karo 10 drauf, Trumpf Ass geht drauf, hätte auch für knapp über 60 gereicht. War dann also nicht zu lösen für uns. Ja, bin ich natürlich schon froh, dass ich mal wieder 18 sagen kann, aber auch nicht allzu unglücklich, dass ich das Spiel hier nicht bekomme. Dafür ist der Ansatz dann doch wieder eine ganze Ecke zu dünn. So, hier zeige ich mal besser schnell den Karo Buben, falls mein Partner noch Herz Bube und Trumpf Ass hat. Aber nee, geht sowieso nichts. Spiel ist mit rein. 6 Trümpfe auch annonciert. Ja, kann ich mal was auf den Tisch legen, ne? Werden wir vermutlich noch rauskommen. Nee, ich mache dann doch die Karo 10. Ja, und Überraschung, Alleinspieler hat den Karo König zu dritt. Okay, dann habe ich ihm da wahrscheinlich gerade noch diesen einen Stich hochgespielt. Ja, und was macht Spieler 2? Er ist ein bisschen wenig flexibel, ne? Er müsste an sich erkennen, dass er jetzt mit dem Herz Ass hier nicht mehr viel anfangen kann. Gut, Pik Dame reicht auch, um rauszukommen. Klar, auch mit dem Herz Ass hätten wir jetzt aber nicht mehr gewonnen, selbst wenn da noch die 10 wäre. Also sind so kleine Indizien, dass Spieler 2 da manchmal so ein Tick die Übersicht fehlt. So, Spiel 13, endlich mal drei Buben. Noch nichts dabei, aber natürlich für 18 taugt das jederzeit. Ich krieg's für 18. So, jetzt mal eine schöne Findung, irgendwo was Passendes, vielleicht ein Voller dabei. Ein Pik Ideal wäre ja richtig schön. Nee, Herz Lusche, Karo Lusche, was ist denn das für ein Elend? So, also jetzt kommt ein schlechtes Spiel dabei raus. Ich habe schon überlegt, 0 kann ich natürlich auch spielen. Sowas mit, ja, entweder Kreuz 7 Bube oder Karo 7 Bube. Wäre die Hauptschwäche, dann noch Herz 7, 8 Dame. Aber letztlich für 18 mit 3 Buben ist mir der 0 dann auch, ja, auch nicht gut genug, beziehungsweise die Chance für ein Farbspiel sehe ich immer noch etwas größer. Wenn Pik 2-2 steht und Trumpf nicht zu viert, dann könnte das ganz locker gehen. Hier fallen gleich 21. Ist das ein gutes Zeichen? Nee, ist ein schlechtes Zeichen. Ganz schlechtes Zeichen. Pik 3-1, Trumpf voller verstochen. Wir sind schon aufgeflogen. Wir sind aufgeflogen. Können erstmal nur hoffen, dass es gar kein Trumpf steht. Nee, Trumpf steht auch noch ein Stich draußen und natürlich die Pik 9 noch. Ja, also so wehrlos wie nur irgendwas. Ich habe es mir hinterher angeschaut. Den 0 hätte ich sehr wahrscheinlich auch verloren. Interessanterweise dann spätestens auf der Herz-Dame. Wenn Hinterhand einmal rankommt, zieht er sein blankes Pik und danach kann er einfach Herz-Ass und König blank abschmeißen. Und das sind ganz einfache Züge, die beim Null fast zwangsläufig passiert wären. Also offenbar eine verurteilte Karte. Konnte nichts gewinnen. Glocke, sag an, was los ist. 111 Punkte, ist aber kein Grund zum Feiern.
sondern ein Rückschlag, der mich so langsam wirklich aus der Fantasie für dieses Turnier rausdrängt. Da müsste jetzt aber noch mal ein richtiges Feuerwerk abbrennen. Da müsste die Karte richtig explodieren oder die Punkteausbeute mit welcher Karte auch immer. Hier habe ich jetzt Nulluwehr-Ansatz mit nur einer zu drücken. Aber an Tagen wie diesen kriegst du es natürlich nicht. Hinterhand hat ein stärkeres Spiel. Ist ja auch nicht komplett überraschend, wo Mittelhand gar nichts hat. Aber fügt sich so ein bisschen ein ins Bild hier, ne? Es läuft nicht so richtig zusammen. Hinterhand spielt den Gang. Ich gebe hier mal ein Bild rein, damit ich dann schmieren kann. Was macht er denn? Er geht über die Dörfer, er geht über die Dörfer. Herz, Dame war auch nicht draußen. Kleine Wimmelfinte. Ja, Spieler 2 wieder, ne? Wenn ihr es gesehen habt. Ja, schöne Wimmelfinte, dass ich da auf Herz Lusche geschmiert habe. Herz Dame hatte er noch in der Hand, aber trotzdem, er hat das Spiel eigentlich Schneider in der Flosse. Er hatte gar nicht nötig, diese ganzen vier Herzen abzuziehen, sondern hätte direkt Kreuz König klären können, wo ich noch Kreuz zweimal bedienen musste. Ich hatte ja zwei Luschen mit. Also hat Spieler 2 hier ziemlich unnötig den Schneider verschenkt. Ja, weiß ich gar nicht, wie er auf die Idee gekommen ist. Das Spiel war ja relativ leicht zu überschauen. Den Einstich, den wir liegen hatten, und jetzt gab es halt noch einen Kreuzstich, den sollte er besser von unten ziehen. So, Spiel 15. Ich muss was tun. Ich muss was tun. Rollmops mit zwei Assen, zwei rote Bauern. Kann auch alles oder nichts hier werden. Schauen wir mal. Die Findung war besser als befürchtet, muss ich sagen. Zwei aus einer Farbe. Dann bekomme ich einen Sechstrümpfer hin. Überlegung natürlich, wo ich beide Trumpfvollen habe, drücke ich jetzt die 13 in Kreuz oder doch die 0 in Pik. Habe mich jetzt entschlossen, so rumzudrücken. Gut, und da kann ich jetzt zumindest erstmal die fette Beute mitnehmen. 26, wir stechen nochmal 39. Trumpf fällt artig, wunderbar. So, und mit Pik 10 bin ich schon zu Hause, habe mich schon bereit gemacht, mit der Karo 8 nochmal zu tauchen, um in Hinterhand zu bleiben, um noch irgendwie diesen letzten Vollen, den ich brauche, zu erzwingen. Aber da kommt er schon von Spieler 2, der wohl auch gemerkt hat, seine Pik 10, die kriegt er nirgendwo anders unter. Jetzt ist es an sich egal, ob ich nun Herz oben, unten spiele und hoffe, noch einen Kreuzstich zu machen oder Kreuz. Das Spiel ist sowieso gewonnen mit meinem Herz Ass. Deswegen, ja, muss ich mich jetzt nur irgendwie entscheiden, damit es weitergeht. Ja, und so ein Spiel, das läuft dann plötzlich sowas von geschmeidig. Kreuz 10 wird auch noch nach Hause gebracht. Aber das hilft natürlich auch nichts. 61 hätten mir auch gereicht. Jetzt gewinne ich mit 78. Habe immerhin schon wieder 188 Punkte und ich muss was tun. Zwei Bauern, zwei Asse, wieder für 18. Kreuz Ass drin. Okay. Ja, der Grang ist zu gewagt, ne? Letztlich. Die Asse sind hohl. Wenn du so wirklich komplett verzweifelt bist, kannst du das Ding sogar auch schon mal als Gerang machen. Aber so verzweifelt bin ich noch nicht. Der Kreuz ist natürlich eine Ecke besser. Also auch übrigens kein richtig gutes Spiel mit diesen hohlen Assen. Aber er ist nicht ganz so ein Wabonspiel wie der Gerang. Er hat noch ein paar mehr Möglichkeiten, sich zu wehren. So, Pik 8. Keine günstige Eröffnung für mich. Eigentlich die schlechtestmögliche Eröffnung, weil es gleich an meine verwundbarste Stelle an dieses Pik Ass zu dritt geht, wo ich quasi zwei Baustellen habe und vor allen Dingen, ja, wenn Pik 2-2 steht, mache ich ja mit der Dame sogar einen Stich, aber normalerweise deutet jetzt die Eröffnung eben schon darauf hin, dass der zu dritt steht, ne? Mindestens, wenn nicht zu viert, jedenfalls nicht 2-2. Ja, und dann gibt es natürlich alle Möglichkeiten. Die Dame wäre zum Beispiel perfekt gegen eine blank stehende 9. Die 7, ja, ist vielleicht perfekt gegen einen blank stehenden König oder natürlich doch, falls es mal noch ein Zwilling ist. Gegen eine blank stehende 10 wäre das Ass natürlich besser, aber wir schnippeln mal wieder auf alles, was sich bewegt und damit machen wir jetzt auch in Karo weiter. So, und jetzt ist natürlich die Überlegung: Trumpf von oben, Trumpf von unten. Ja, wenn ich den Riecher habe, dann greife ich von oben hin. Ich verrate es schon mal. Wenn ich den Riecher habe, dann greife ich von oben hin. Ich wollte aber jetzt gerade, dass Spieler 2 rankommt, in der Hoffnung, denn bisher hat er sich ja hier noch nicht als allzu treffsicher erwiesen, in der Hoffnung, dass er jetzt Pik nachspielt. Pik Ass anbietet, also König kommt, Pik Ass hinten kann stechen, die 10 blank, ahne ich jetzt schon.
Und das kostet dann den Trumpf und etabliert die Pik Dame. Aber plötzlich hat Spieler 2 hier den Geistesblitz und wechselt die Farbe, setzt seinen Partner nicht auf Schuss. Ja, und das ist nicht gut für mich. Jetzt brauche ich eigentlich einen gleichmäßigen Trumpfstand oder eben nochmal eine weitere Chance. Ja, und da kommt es. Ich habe mich hier vergaloppiert in der Trumpffolge, in der Schnippelfolge. Ist natürlich mit verdeckten Karten alles nicht zu sehen, aber wenn ich mit dem Alten hingelangt hätte, Spieler 2, der stand nur auf Trumpf Vollen und Pik Buben, muss mir dann den Vollen geben. Und jetzt habe ich hier gegen 4 Trumpf in Hinterhand und diese Schnippelei ganz und gar verkackt, wenn man so sagen darf. Also auch dieses Spiel ist nicht gegangen und ja, es wird deutlicher. Das Turnier nimmt hier für mich keinen guten Verlauf. Ich habe wieder eine unschöne Karte in Vorhand. Das ist wieder ein schönes Kraut- und Rübensalat. Und wenn man halt eben dann so wenig, aber jetzt wird es nochmal interessant. Ich soll jetzt nicht lamentieren, sondern mal dieses schöne Spiel kommentieren. Spieler 1 spielt Rang, ich laufe mit der Herz-Dame los, ganz üblich, und mein Partner hat kein Herz. Also viermal Herz beim Alleinspieler, Ass, dreifach Lusche. Frage jetzt natürlich, hat mein Partner vielleicht sogar noch einen Buben? Das wäre natürlich richtig cool. Ich kann es mir aber an sich nicht so richtig vorstellen, weil das Pik Ass ja noch von meinem Partner kommt. Das heißt, der Alleinspieler müsste dann mit nur drei Assen, mit nur zwei Buben und dieser hohen Herzgeschichte den Gang gespielt haben. Trotzdem, ich glaube, es ist unsere beste Chance, wenn ich mir den Rest meiner Karte angucke, auch unsere einzige Chance. Also gehe ich darüber mal weiter. Und jetzt kommt der Moment, wo der Elefant in das Wasser rennt. Spieler 1 hat eine pfiffige Idee, oder wie pfiffig die ist, das wissen wir noch nicht. Er taucht ein drittes Mal, also er nimmt das Ass nicht rüber, obwohl er es natürlich in der Hand haben muss. Und jetzt kriege ich sogar noch ein Ass geschmiert von meinem Partner. Und damit ist natürlich erstens klar, wir haben kurz vor 50 Augen. Zweitens ist klar, mein Partner kann an sich gar keinen Buben haben. Was soll das für ein Grang sein, der jetzt nur zwei Asse und zwei Buben in Mittelhand hat und noch nicht mal eine geschlossene Herzkarte. So gesehen denke ich, ich mache mal den Sack zu, falls mein Partner noch einen Vollen hat, dann kann er hier schmieren, weil er es sieht, dass es mein Stich ist. Aber er hat keinen Vollen mehr, er hat nur noch einen König, auch nicht. Wirklich überraschend, auf 57 Augen stehen wir. Ja, und jetzt müsste doch Spieler 1 eigentlich mal langsam Rest machen, ne? Noch ein Stich, dann sind wir definitiv im Ziel, aber er klappt noch nicht ab. Also er schwimmt irgendwo noch. Ist noch ein Stich für uns drin. Kreuz 10 noch, gut. Herz Ass noch, klar. Und was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Da ist der Stich für meinen Partner und es hat geklingelt. Ein einfacher Grang und den hätte er natürlich gewonnen, wenn er mit dem Herz Ass raufgeht. Denn ich hatte den Buben. Wenn der Bube hinten sitzt, dann verliert er dann natürlich den Grang auch. Also er wird seine Gründe gehabt haben, er wird seine Idee gehabt haben, die hat in diesem Fall aber nicht gezündet. Das war ein Rohrkrepierer, man könnte auch sagen Trick 17 mit Selbstüberlistung. Also ich bin nicht der Einzige, der hier gelegentlich nicht alles trifft. Das ist ja auch beim Skat einfach nicht anzunehmen. In dem Spiel, na, ich glaube an dieser Kleinigkeit, dass ich nur den Herzkönig spiele, statt direkt der Herzzehn. Da hätte er vielleicht drauf kommen können, dass ich einen Buben habe und auf diese Idee, dass ich ihm damit womöglich den dritten Schnitt irgendwie austreibe, bin ich gar nicht gekommen. Aber diese Nuance hat er hier vielleicht übersehen und deswegen ist der Grang verloren gegangen. So, das Elend, das nackte Elend lacht mich an. Spieler 2 hat jetzt wieder einen Grang. Schön für ihn. Zwei Buben habe ich immerhin dagegen und mein Partner ein Ass. Aber das wird natürlich wieder, das wird zu wenig sein. So, Pik Lusche könnte man spielen. Man kann auch erst ein Bild legen, aber letztlich habe ich es auch schon gesehen, dass mein Partner dann gar nicht mehr Karo weiterspielt. Also ich suche jetzt hier natürlich schon den Abstich. So, der hat auch schon mal hingehauen. Schneiderfrei sind wir. Alles andere wäre jetzt eine Überraschung. Herz 10 geht flöten. Naja, ist ja klar, er muss ja drei starke Farben haben mit zwei Buben, wenn er ohne Not den Grang spielt. Also, Spieler 2 setzt sich an die Spitze. 400 hoch, 500 tief. Ja, und ich mit 130. Es sind nur noch 6 Spiele zu spielen. Mensch, jetzt muss doch mal was passieren. Für 18. Für 18 kriege ich es. Okay, da ist der sechste Trumpf.
Der löst viele Schmerzen auf. Die Entscheidung ist leicht. 14 runter, 6 Trümpfer mit Ass zu dritt. Sieht gar nicht so schlecht aus. Gut, hier schmeißen wir mal ab, statt ins Leere zu stechen. Und hier, Indizien. Es stehen schon wieder 4 Trümpfe und der Trumpfmann kann Herz König abschmeißen. Also wenn der blank war, dann fliegt mir hier das nächste Ding aus dem Fenster. Das ist wohl auch wieder amtlich. So schnell wie die Karte kam, habe ich fast den Verdacht. Also wenn ich dagegen 4 Trumpf spiele, auf den zweiten Pik fliegt schon blanker Herz, dann bin ich geschlitzt. Nee, zum Glück muss er noch mal einmal bedienen. Das ist gut, denn jetzt sitze ich schön hinten und kann mich gegen diese 4 Trümpfe verteidigen. Ich kann hier einfach noch mal abschmeißen und mit dem höchsten Trumpf. Ja, gut, sollte ich mich entweder so in die Gabel setzen können, aber jetzt gegen die beiden roten Buben nehme ich besser mit. Den letzten Vollen dürfen sie noch nach Hause bekommen. Mir langt es auch so. Also ein kleiner Anschlusstreffer, kleines Trostpflaster auf 200. Ja, aber es ist auch nicht so, dass sich hier mal so ein kleiner Lauf einstellt, dass sich mal so eine Serie einstellt. Und wenn sich eine Serie einstellt, wo ich eben 2 Spiele hintereinander gemacht habe, dann wurde das zweite verloren. Durchaus vielleicht nicht glücklich getroffen, aber das ist einfach hier erstmal die Erkenntnis aus meiner Turnierbrille. Es flutscht nicht so richtig, ne? Es ist, man kann auch sagen, der Wurm drin. Ich sehe hier teilweise sehr gute, sehr schöne, souveräne Grangspiele. Gar nicht so, dass ich die nicht auch gerne mal sehe. Es ist nur so, dass sie einfach nicht gut anzugreifen sind und damit winken auch keine Extrapunkte auf der Umbiegeseite. Naja, das wurde auch Zeit. Endlich mal ein Ansatz, den ich wohl bis zum bitteren Ende durchziehen werde. Also Spieler 1, der geht mit, der hat auch was abbekommen. Ja, aber das Ding, da kann ich nicht, das kann ich nicht vom Tisch gehen lassen. Das muss zur Not bis 72 gezogen werden. Also da gucke ich mir zumindest kein Nullwerk, auch kein Nullwerk Hand an. 59, na, war das die Reizung? Ja. Oh, und das ist doch dann mal eine Traumfindung. Das ist doch dann wirklich mal eine Traumfindung. Der vierte Bube. Jetzt habe ich mal einen ganz schönen, starken Gang mit Vieren mit sehr, sehr großer Schneiderchance. Das nehmen wir natürlich erstmal mit. So, und wenn Karo nicht 4-0 sitzt, und Karo sitzt 4-0. Ich wollte sagen, wenn Karo nicht 4-0 sitzt, dann können sie auch gar nicht rauskommen. Prompt sitzt Karo 4-0 und hier sind auch schon die letzten Vollen, die überhaupt noch unterwegs sind, im Angebot. Na? Ja, und er lädt sofort durch, also ganz trocken. Daran merkt man dann manchmal auch, dass der Wurm drin ist, ne? So ein schönes Spiel. Ich habe ja toll gefunden und alles. Es war ein Gang mit 4, aber den spielst du ja auch in 95% der Fälle Schneider. Und das ist mir heute auch nicht vergönnt. Also 3,74, okay, immerhin noch wieder ein bisschen Rückenwind, ein bisschen Anschluss. Was passiert in den letzten 3 Spielen? Hier haben wir mal wieder die berühmt-berüchtigten heiligen 4 Könige. 4 Trumpf dagegen nochmal. Wozu, wohin wird das führen? Der Spieler geht direkt über die Dörfer, schnappt den Herzkönig. Da kann ich mit meinen Trümpfen nichts machen. Pik, fasst er die 10 raus. Ja, dann hat er natürlich nur Pik und Herz an der Seite. Karo Ass kann ich nie nach Hause bringen. Mit der Pik 10 und dem Doppelläufer Herz ist das Ding natürlich schon zu Hause. Beste Chance jetzt noch Trumpf zu spielen, wenn mein Partner Kreuzbube hat, dass wir ihn da in die Gabel nehmen, Trümpfe abziehen und keinen Stich mehr verlieren. Aber Pikbube, Pikbube, ja, habe ich befürchtet, das wäre eine Überraschung, wenn mein Partner jetzt die beiden Alten noch gehabt hätte. So gesehen, auf dem Wege bringe ich hier meinen Partner nochmal in Szene, bringe mein Karo Ass also doch nach Hause. Und die Kreuz 10 schnappe ich sogar auch nochmal. Also alles noch geholt, was ging, aber Alleinspieler gewinnt mit 70 Augen. Doppelläufer Herz und blanke Pik 10, das hat gereicht bei diesem Viertrümpfer. Ja, und wenn ich nur eins von meinen beiden Spielen, also das Farbspiel, das zweite, das wäre ja womöglich gegangen mit der blanken 10. Wenn ich darauf marschiere, dann würden wir jetzt alle 6 zu 1 stehen. Also so viel ist hier gar nicht los am Tisch. Ja.
Ich habe vielleicht die unglücklichste Entscheidung getroffen. Die interessanteste hat definitiv Spieler 1 getroffen mit diesem dreimal getauchten Herz bei seinem Grang. So, jetzt nochmal eine Chance. Bei Passe, Passe nehme ich es auf jeden Fall. Und Pik Ass gefunden. Ah, auf jeden Fall, es wird hier ein Grang. Aber es gibt mal wieder sehr diverse Varianten, den zu drücken. Ne? Also, 20 ist eine Möglichkeit. Karo 10 gehört, glaube ich, auf jeden Fall in den Keller. Und dann entweder noch Kreuz 10, 20 runter. Problem, ich zähle mich nur auf 53 hin mit den drei Assen. Und selbst wenn Karo dann Doppel läuft und ich da die Dame bekomme, bin ich im Zweifel erst bei 60, wenn ich nicht in Pik oder in Kreuz ein Bild fange. Ja, also ein Plan, der nur bis 60 reicht, bei sogar einem Doppelläufer in Karo, der ist vielleicht dann doch nicht so gut, ne? 14 ist hier die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit, was ich auch kurz mal geprüft habe, neben der Karo 10 noch die Herz-Lusche zu drücken. Das Problem dann, habe ich 10 im Keller, selbst wenn der Doppelläufer in Kreuz kommt auf 38 mit den beiden Assen, bin ich auch erst wieder bei 60. Brauche dann auch noch den Doppelläufer in Karo oder tatsächlich die Chance, mit den Pik-Buben noch eine zweite Herzrunde zu stechen. War mir auch zu dusselig. Ich bin am Ende bei dieser Variante jetzt hier gelandet. Karo 10 und Pik König 14 runter. Jetzt nehme ich es wieder auf und prüfe doch nochmal. Ja, ich habe da lange drüber nachgedacht. Habe hin und her abgewogen. Ne? Ganz eindeutig ist es nicht. Mir ist an sich klar, irgendwo ist mindestens eine Variante draußen, den zu gewinnen. Und man kann natürlich auch mit dem Buben starten. Auch klar. Aber dann macht man das Fenster natürlich auf, dass in Herz was passiert. Dass spätestens auf den siebten Herz, selbst bei gleichmäßiger Verteilung, irgendwo eine Karte rausfliegt. Wollte ich auch nicht. Ich habe mich jetzt also auf 14 Augen runter fokussiert, beziehungsweise entschieden, den Doppelläufer Kreuz will ich einfach bekommen. Vier volle hinziehen. Ja, und da fällt gleich im ersten Stich schon der Kreuz König. Das ist nicht so schön. Entweder Spieler 2 hat mich geblufft oder ja, er hat nur den einen Kreuz, das wäre nicht so schön. So, wir stehen auf 40 Augen. Erst nochmal Karo. Wir wollen dann auch nicht mehr eingespielt werden. Schön 47. So, und jetzt habe ich mir gedacht, ja, selbst wenn Kreuz 10 gestochen wird, dann kann ich ja noch auf Pik auf ein Bild hoffen. Und da wird Kreuz 10 gestochen mit dem Alten. Das ist nicht so schön, denn dann hat ja hinter mir noch, gucken wir mal, wie es weiterläuft. Hinter mir hat noch zwei Buben und den Stich in Kreuz in der Hand und jetzt wird es ja wirklich lustig. Spieler 2 zieht erst Herz König und dann Herz 10. Das bedeutet, ja, pass auf, was jetzt passiert, jetzt kommt Herz Ass. Und jetzt ist die Karte geklärt. Spieler 1 hat natürlich noch die beiden roten Buben, er hat noch das Kreuzbild und er hat noch eine Karte Pik in der Hand. Und jetzt bin ich natürlich darauf angewiesen, dass das mindestens die Pik Dame oder die Pik 10 ist. Also 50-50. Und auf jeden Fall kann man schon mal sagen, wenn ich den Pik König in der Hand gehalten hätte und die Herz Lusche gedrückt hätte, hätte ich eben schon die Herz 10 stechen können. Hätte dann nur gewonnen, weil Spieler 2 hier in so einer merkwürdigen Zugfolge agiert und nicht aus Herz Ass 10 König quasi von unten antritt. Weil ich dann tatsächlich den Herz vollen hätte stechen können und Pik Ass noch läuft. So, ja, Ding! Es ist die Pik Lusche, die blank steht bei Spieler 1 und ich habe einen Weg auf 60 gefunden. Auf 60. Ja, ist es denn zu fassen? Ist es denn zu glauben? So ein Verlauf und sowohl 20 im Keller hätten mir gereicht. In Kreuz kriege ich das Bild. Als auch 10 im Keller hätten mir gereicht. Nur die eine Variante und ich bin mir nicht sicher, ob sie so viel schlechter ist als die anderen, aber letztlich über diesen Verlauf war es die eine Variante, die jetzt hier auf 60 führt. Bube raus hätte mir wohl auch gereicht. Nee, hätte mir nicht gereicht. Bube raus wäre auch nicht gut gewesen. Dann kommt auf den dritten Herz die blanke Piklusche auch weg. Also, am Arsch. Wir sind verloren. Alles ist vorbei. 228, das ist der Blattschuss, den ich mir hier eingefangen habe. Waterloo. Ihr habt sicher noch irgendwelche weiteren Begriffe, die das umschreiben. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr euch fühlt und wie ihr das nennt, wenn irgendwann feststeht, die Hoffnung, sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt auch irgendwann. In diesem Turnier werde ich also keinen Podestplatz mehr erlangen können. Heißt natürlich nicht, dass nicht noch eine letzte Serie trotzdem gespielt wird. Und es geht ja in diesem Turnier auch, es ist ja wirklich der Preistopf sowas von prall gefüllt. Also auch ein Platz im Mittelfeld wird ja hier
königlich vergütet, so gesehen. Ja, kein Grund, nur wirklich traurig zu sein. Einfach nur sehen, wie es beim Skat manchmal so abgeht. Hier im letzten Spiel habe ich jetzt nochmal 5 dagegen und das Spiel ist ein Viertrümpfer. Der ist viel zu schwach. Der kann sich dagegen nicht wehren. Also, das war dann auch nichts. Bei Spieler 2 hat es auch nochmal geklingelt. Also, so ist die vierte Serie ausgegangen. Glaube ich, am Tisch kann keiner so richtig zufrieden sein. Spieler 1 hat sich diesen Rang selber vermurmelt. Spieler 2 hat mindestens einen Schneider verblasen und sich jetzt vielleicht auch noch in eine etwas dünne Karte am Ende reinbegeben, die dann auch nicht ging. Ja, meinen Auftritt habt ihr auch gesehen. Aber es nützt ja nichts. Die Show geht weiter und davon, dass wir hier am Tisch nichts gerissen haben, profitieren dann ein paar andere Teilnehmer im Feld. Ja, nichtsdestotrotz, ich habe vernommen, das Thema wollen wir abschließen. Also auch die letzte Serie, die wird jetzt kurzfristig noch rauskommen. Bis es soweit ist, wünsche ich euch alles Gute und vor allen Dingen ein besseres Blatt.